Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi Dream Team Bros. Im schweren Modus. Wir sind hier gerade auf der Suche nach dem Schlummerquallen-Betttuch und da hat es uns in diese geheime Höhle hier verschlagen. Und mal schauen, ob wir es hier finden werden können oder nicht. Ich hoffe schon. Jetzt haben wir auch wieder auf neue Gegner getroffen, nämlich, also hier kommen wir her, nämlich auf die Camo-Krebse. Ich habe mir jetzt mittlerweile gemerkt, wie die heißen. Da ist schon einer und ich möchte den jetzt nicht mit einem Erstangriff angreifen. Denn wir müssen ja noch die Bonusaufgabe bestehen, dass wir gegen diese Viecher gewinnen müssen, ohne Schaden zu nehmen. Wie war das genau? Na fuck, was zum Teufel? Warum wurde ich jetzt getroffen? Mann, ich hab doch... Und da auch schon wieder. Oh mein Gott, okay. Ja, das ist deutlich schwieriger. Das habe ich jetzt ziemlich heftig verkackt. Ja, die Dinger kommen ziemlich schnell geflogen, ja. Also ich weiß eigentlich schon noch, wie die angreifen. Dass ich halt... wenn der den auf mich zuwirft und dann dabei so fast am Stolpern ist, dass ich dann mit dem einen Bruder zuschlagen muss, um den Stein wegzukicken und mit dem anderen den Krebs selber treffen muss. Aber der kam so schnell runtergeflogen, der Stein, dass ich da irgendwie ein bisschen überrascht war und dann gar nicht mit der Situation klar kam. Also das war jetzt ein bisschen blöd irgendwie. Aber die müssten hier noch öfter vorkommen, die Camo-Krebse. Und deswegen werden wir das dann einfach nochmal versuchen. Und dann werden wir das hoffentlich auch hinbekommen, gegen die noch ohne Schaden zu gewinnen. Wir haben ja noch eine weitere Bonusaufgabe auch nicht erfüllt, nämlich auch ohne Schaden gewinnen gegen die, wie hießen die? Vervor, glaube ich, Vervor R, die kamen auch am, oder nicht auch, die kamen am Pyjama-Gipfel vor. Und da kam aber nur ein einziger von diesen Gegnertypen vor und gegen den habe ich einfach nicht wirklich drauf geachtet und habe das nicht ohne Schaden geschafft, so jetzt nochmal. Aber ich hoffe, dass wir nochmal irgendwann auf die treffen werden, wenn nicht, werde ich einfach nochmal zum Pyjama-Gipfel zurückgehen und das dann nochmal nachholen. So, okay, also. Shit, jetzt habe ich zu früh gemacht. Das gibt's doch nicht! Mann, wie dumm bin ich eigentlich? Aber die Dinger fallen so schnell runter, da kann ich irgendwie gar nicht reagieren. Mann, das... Boah, Alter, ich werde die ganze Zeit getroffen. Das ist eigentlich nicht schwierig, der Kampf gegen die hier. Aber ich stelle mich... Nein, ich wollte nicht roter Panzer. Okay, jetzt geht gerade alles schief. Also jetzt geht gerade völlig alles schief. Ich habe jetzt einfach schnell auf A gehämmert, weil ich mein Bombenderby einsetzen wollte, aber das war die falsche Attacke hier. Der rote Panzer. Jo, also da läuft ja jetzt echt wieder alles sowas von nach Plan hier. Ey. Oh, was ist schon wieder los, hey? Mann, das gibt's doch nicht. Ich verkacke gerade alles. Verteidigung verkacke ich, Angriff verkacke ich. Unfassbar, hey. Jetzt muss ich mich sogar gleich heilen. Weil wir so scheiße sind. Nee, also was jetzt gerade los ist, ich weiß es nicht. Sorry, aber mein Skill ist gerade irgendwie woanders. Ja, ich hoffe, das reicht jetzt, um die beiden zu besiegen, wenn ich einfach Sprungattacken mache. Natürlich nicht. Jetzt zieht sich der Kampf auch noch in die Länge. Schön. Das freut mich natürlich voll. Ich stirb jetzt endlich. Okay, der eine ist zumindest tot. Ey, ich könnte gerade so ausrasten hier. Das ist der Wahnsinn. Also in dem Kampf habe ich jetzt, glaube ich, so ziemlich alles verkackt, was man irgendwie überhaupt verkacken kann. Ich hatte die Gegner eigentlich nicht als schwierig in Erinnerung, denn, boah, 1000 EP geben die. Ich hätte mal ein Dingens einsetzen sollen. Ich hatte die eigentlich nicht als schwierig in Erinnerung. Ich meine, die normalen Camo-Krebse, also die Nicht-R-Version, die fand ich auch schon relativ einfach eigentlich. Wo muss ich eigentlich hin? Hier ist ein Block. Aber jetzt die R-Version, da habe ich eigentlich gedacht, dass die auch kein Problem werden, aber anscheinend schon. Also sie machen mir auf jeden Fall ziemlich große Probleme, was ich ziemlich blöd finde. Achso, halt da, oder? Ist hier was? Nein, hier ist nur wieder der Rückweg, verdammt. Irgendwie verkacke ich gerade alles. Ich weiß auch nicht, ich scheine irgendwie noch nicht so wirklich da zu sein. Und ich muss mich jetzt mal ein bisschen mehr konzentrieren, weil sonst wird es hier noch ein Desaster. Ich habe jetzt aber eigentlich keinen Bock, mich zu heilen. Ich habe zwar gesagt, ich soll es machen, aber ich habe irgendwie keine Lust. Ja, ich heile mich einfach nie in dem Spiel, das ist einfach so. Und ich habe auch jetzt keinen Bock. Ich meine, ich soll es vielleicht schon tun, weil uns... Ja, gut. Ja, doch. Doch, 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 ich mach's. Sicher ist sicher. So, ja, nehmen wir einen Ultrapilz. Wie viel heilt der? 100. Ja, zack und zack. Okay, passt schon. Gut. Mann, 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 Mann. Also, das ist mir jetzt echt fast schon ein bisschen peinlich, dass ich das so gefailt habe. Ich hoffe wirklich, die kommen jetzt noch einmal, die Camo-Krebse, damit ich das wieder ein bisschen gut machen kann. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie kommen schon noch einmal. Werden wir jetzt gleich sehen. Also, wenn, dann kommen sie jetzt hier links noch irgendwo. Ja, zwei sogar noch. Ja, okay. Da werde ich es ja jetzt wohl in einem Kampf schaffen, nicht getroffen zu werden, oder? Okay.
Ey, die Attacke ist echt richtig schwierig, weil das Ding kommt so schnell runter und da rechtzeitig zu reagieren ist echt gar nicht einfach. Okay, wir haben es geschafft. So, jetzt ganz, ganz schnell weg mit den Viechern. Bombenderby wieder. Oh Gott. Ist das ein... Ah. Aber wir haben es ja jetzt hinbekommen. So, und jetzt am besten noch beide töten. Okay, geschafft. Mann, 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 Mann. Jetzt muss ich auch da noch gleich mal... Oder ich sollte meinen Erfahrungsorden einsetzen. Es wäre ganz schön, wenn jetzt im nächsten Kampf wieder drei von denen da wären, denn das gibt immer ziemlich viele EP. Da kriegt man fast von Haus aus schon 1000 und mit dem Erfahrungsplusorden werden es dann 1200 oder so. Also richtig viel auf jeden Fall. So, sind es drei? Ja, perfekt, okay. Und also ich würde euch schon auch immer empfehlen, den Erstangriff gegen diese Viecher hier zu machen, weil sie dann erst gar nicht erst zum Angriff kommen. Ich habe es halt jetzt nur gerade eben nicht gemacht, weil ich halt eben sie zum Angriff kommen lassen wollte mit Absicht, damit wir eben die Bonusaufgabe erfüllen können. So, dann wieder mal Bombenderby. Also Bombenderby ist echt eigentlich so ziemlich die perfekte Attacke gegen die, weil es trifft viele Gegner und dadurch kann man diese ganzen Verstecke von ihnen aufdecken. Macht auch ganz guten Schaden, also das ist echt ziemlich nice. Aber trotzdem haben zwei überlebt, das gefällt mir nicht. Wir können nochmal die Traumaschleuder einsetzen. Ich weiß nicht, ob wir beide damit gleichzeitig treffen können, aber wir probieren es einfach mal. Da habe ich jetzt ein bisschen Lust, weil die ist ja relativ neu, die Traumaschleuder, und deswegen möchte ich die nochmal ausprobieren. So. Und zack. Ich habe die doch getroffen. Mann. Also die Traumaschleuder, das ist eigentlich echt eine ziemlich gute Attacke. Man sollte aber sie eigentlich nur einsetzen, wenn man gegen Gegner kämpft, die groß sind oder die in der Luft schweben. Weil gegen so ganz, ganz kleine Gegner, die am Boden stehen, wie eben die Krebse, da ist es verdammt schwierig, die zu treffen, finde ich. Gegen alle anderen Gegner ist es völlig okay, aber die hier zu treffen, ist echt schwierig, finde ich. So, und 1353 EP kriegen wir. Sehr, sehr nice. Das ist echt ziemlich, ziemlich episch. So, da oben ist ein Kisso. Wie kommen wir denn hier? Komme ich hier hoch? Nein. Ah, hier komme ich aber hoch, okay. Ja, da müssen wir jetzt einen Weg nach oben finden. Sollte eigentlich nicht so schwierig werden. Hier ist erstmal ein Block, nämlich ein Ultra-Bonbon. Ich glaube, jetzt muss ich hier mit dem Wirbelsprung rüber, oder? Ja, genau, okay. Jo, dann retten wir mal den Kisso. Und rein da. Sollte eigentlich nicht zu lange dauern. Also meistens ist es ja wirklich so, dass die Kisse, die irgendwo random in der Gegend rumliegen und nichts mit der Story zu tun haben, dass die wirklich immer ziemlich schnell gehen. Und ich denke mal, dass es hier nicht anders ist. Aber wir haben Kämpfe. Ja, okay. Erstmal gegen den Stachy. Hallo Stachy. Zack. Dum, dum, du, 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 dum, dum. Dann machen wir gleich einfach wieder unsere Traumkugel. Ich benutze hier wieder EP-Bonus, weil ich glaube, dass die relativ viele bringen. Also, ich weiß jetzt nicht mehr ganz sicher, wie viele. Ich glaube, 800 oder so bringen die. Vielleicht. Vielleicht auch weniger. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Das sind auf jeden Fall sehr einfache Gegner. Weil man einfach nur eine Traumkugel braucht und alle sind tot, weil es ja, wie gesagt, als Sprungattacke zählt. Was immer noch ziemlich komisch ist, aber es ist so. Und deswegen kriegen die sogar noch mehr Schaden. Und dadurch sind die dann locker alle besiegt. Bam! Nice, und boah, so viele Münzen. Her damit. So, wir kriegen 989. Ja, ist okay. Ist jetzt nicht mega ultra viel, aber passt schon. So, 30. Da ist 2, 3, 4, 5 die Geschwindigkeit, glaube ich, dran. Ja. Yep. Und natürlich will ich auch hier wieder eine 4. Perfekt. Yippie! Da freut sich der Mario. Okay. Ja, nee, halt. Springen. Noch mehr Gegner hier? Ja, noch ein Stachy. Dann komm mal her. Ich finde es so cool, dass man die Gegner treffen kann, wenn man eigentlich eine Etage unter ihnen steht, wie gerade eben. Das sieht ein bisschen sehr komisch aus und macht auch nur so halb Sinn. Aber es ist ganz cool, weil es ist halt echt nützlich. Denn wenn man nicht auf dieselbe Etage drauf muss wie die Stachys, dann können die einen gar nicht erst treffen. Und ja, dann kann einem einfach nichts passieren. Und man selber kann sie halt völlig mit Sicherheit von da unten treffen, ohne dass man irgendwie ein Risiko eingeht. Und das ist echt ganz cool. Und vor allem der Hammerangriff ist ja sehr, sehr, oder der Hammer-Erstangriff ist ja relativ wichtig bei den Stachys, damit sie gleich mal am Anfang auf dem Rücken liegen und nichts mehr machen können. Also das ist schon relativ nützlich, finde ich. Und wir haben 50.000 Münzen jetzt wieder erreicht. Denn wir hatten ja schon mal 50.000 Münzen, glaube ich, aber die haben wir ja, oder wir haben relativ viele von denen wieder ausgeben müssen. Oh, Silberstatue.
für den Goldorden und den Wunderorden und den Profiorden, heißt der andere, oder Meisterorden oder irgendwie so. Ihr wisst schon, was ich meine. So, wir können jetzt nochmal EP-Bonus einsetzen, glaube ich, weil jetzt ist ja auch eine Blue Purne dabei und die müsste dann nochmal extra viele EPs geben. Wir machen natürlich wieder eine Traumkugel, ist ja gar keine Frage. Denn selbst wenn die Stachis nicht auf dem Rücken liegen, nehmen sie ja trotzdem, weil das ja als Sprungattacke zählt, den mehrfachen Schaden als normalerweise. Und deswegen werden die definitiv alle sterben. Die Blue Pone wahrscheinlich noch nicht, aber das ist nicht so tragisch. Dann muss ich halt nochmal einen Angriff machen. Aber alle zu treffen wird schwierig. Habe ich aber. Ja, verdammt, habe ich nicht geschafft. Zwei haben überlebt. Aber ist nicht so schlimm. Okay, die greifen auch gleich an. Meinetwegen. Einmal und zweimal. Okay. Und der hintere ist gleich mal besiegt, okay. Und die Blupone greift an. Die habe ich ja gerade eben getroffen, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, der habe ich 89 Schaden gemacht. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Ich glaube, Traumhammer auf die Blupone ist ganz schlau. Weil wir haben ja gesehen, der eine Stachel gerade eben ist schon durch 11 Schaden gestorben. Und deswegen behaupte ich mal, dass die Schockwelle von dem Hammer ausreicht, um den anderen Stachy auch noch zu besiegen. Und die Blue Pony wird das auf jeden Fall nicht mehr überleben, wenn sie volle Breitseite eines übergezogen bekommt. Also das müsste jetzt eigentlich passen und wir müssten beide besiegen. Oder? Wir gucken mal. Was zum Teufel? Man kann auch zu spät oder man kann auch gar nicht drücken und dann verkackt man's? Das wusste ich gar nicht. Okay, das habe ich noch nie zuvor gesehen. Da habe ich jetzt was Neues gelernt. Okay, man muss rechtzeitig drücken. Das wusste ich nicht. Okay. Das ist jetzt sehr interessant. Hab ich echt nichts davon gewusst. Das habe ich noch nie bemerkt, sowas. Das ist komisch. Das ist sehr komisch. Dass mir das noch nie aufgefallen ist. Ich meine, ich habe das Spiel schon dreimal oder viermal durchgespielt und dass ich das noch nie bemerkt habe, sehr seltsam. Aber ist wohl so. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay. Und hier kommen ziemlich viele Gegner irgendwie. Alle Gegner vom Schlummerstrand sind hier. Also hier die Traumlinge, die Stachis, die Blupurnen. Ich glaube, das waren ja alle, ne? Ja, doch. Nee, gar nicht wahr, gar nicht wahr. Die Piranha-Pflanzen gibt es auch noch. Die kamen ja auch hier, aber ich glaube nicht, dass die Piranha-Pflanzen noch als Gegner hier in der Traumwelt jetzt auftauchen werden. Aber es wundert mich eigentlich, weil die Traumwelt ist dann doch relativ lange. Ich meine, ja gut, eigentlich ist sie auch nur ganz, ganz kurz, aber sie wird halt ein bisschen in die Länge gezogen, sage ich mal, weil es hier so viele Kämpfe gibt. Das ist jetzt schon der vierte Kampf hier in der Traumwelt. Und Kämpfe dauern natürlich offensichtlicherweise immer viel länger, als wenn ich jetzt einfach nur normal durchspazieren würde. Ja, und das war es auch schon. War einfach nur eine Traumwelt, wo der Albtraumsplitter von vielen, vielen Gegnern bewacht worden ist. Aber ist eigentlich auch eine ganz nette Idee. Weil meistens sind es ja bei so Einzelräumen, bei so kleinen Kisten, die man retten muss, meistens immer Rätsel, die man lösen muss. Oder zumindest ein, zwei Rätsel. Aber dass es da so viele Kämpfe hintereinander gibt, ist eigentlich nicht so oft der Fall. Deswegen finde ich das ganz cool. Okay, und bedankt sich eher. Ah, die salzige Seeluft in dieser Höhle. So gut, sie endlich wieder in der Nase zu haben. Dank eurer Hilfe kann ich endlich wieder frei atmen. Ihr seid wahre Helden und euch gebührt ewiger Dank. Ah, der ist nett. Vielen Dank. Aber es sind ja die meisten nett. Es gab aber, wie gesagt, ein paar Kisse, die asozial waren und uns nicht Dank geschenkt haben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier jetzt irgendwo Bohnen verpasst habe, weil ich nicht ganz achtsam war. Also auf dem Boden hier können keine Bohnen sein. Aber auf dem hier können Bohnen sein. Und deswegen muss ich da jetzt echt ein bisschen mehr aufpassen, weil uns fehlen noch zwei Bohnen hier im Schlummerstrand. Und die müssten eigentlich hier sein, behaupte ich mal. Ich hoffe, die kommen jetzt noch. Prallt ein Ball durch diese Ringe, bringt dies den Schatz und gute Dinge. Aha, schön, okay, ein Gedicht. Aha, und da sind zwei Bohnen. Yay, wir haben alles hier am Schlummerstrand gefunden. Wir können nochmal nachgucken. So, Kisse am Schlummerstrand, 3 von 3. Bohnen am Schlummerstrand, 10 von 10. Wir haben alles. Yay! Okay, am Schlummerstrand muss ich nichts nachholen. Am Pyjama-Gipfel ja leider schon, denn da haben wir ja im letzten Part, glaube ich, festgestellt, dass uns eine einzige Bohne fehlt. Was relativ ärgerlich ist, aber kann man nichts machen. So, wir müssen jetzt also hier durch die Ringe durch und dadurch tauchen immer neue Plattformen auf und dadurch kommen wir hier rüber. Und die bleiben jetzt auch dauerhaft da. Und das war schlau von mir, dass ich Luigi habe runterspringen lassen. Jetzt, wo sie da sind, können wir auch den Wirbelsprung benutzen. So, na.
Nein, verdammt nochmal. Ich will das so schaffen mit normalen Sprüngen. Das geht nämlich auch. Einfach immer genau in der Mitte landen. Ja, genau. Ist eigentlich gar nicht so schwierig. Bei dem. Achso, ich muss hier unten rum. Okay, den Felsen kann ich ja nicht zerstören. Das geht ja nur von der anderen Seite. Aber von hier aus nicht. Da werde ich dann wahrscheinlich gleich meinen Wirbelbohrer brauchen. Oder wie die Aktion auch immer heißt. Sorry, aber ich kann mir die ganzen Namen von den Aktionen immer so schlecht merken. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ihr wisst ja immer, was ich meine, hoffentlich. So, das hier meine ich nämlich. Bam! Okay, Abkürzung erschaffen. Und ich glaube, da oben ist schon das, was wir wollen. Oder? Sieht ganz gut aus. Ist das der Schatz? Das ist eins der Teile zum Bau des Ultibeds. Das Schlummerquallenbetttuch. Sehr gut! Yay! Pech gehabt! Wer war das? Ihr habt uns direkt hierher geführt. Was zum. Bis dann! Hey! Die haben uns einfach das Schlummerquallenbetttuch geklaut. Damit dürft ihr den nicht durchkommen lassen. Wir müssen uns das Betttuch zurückholen. Was zum Teufel? Da wird man hier einfach bestohlen? Was ist hier denn los? Die haben wir im letzten Part schon hören können, die Arschlöcher. Nämlich genau in dem Moment, als wir in die Höhle reingegangen sind, haben sie vor der Höhle etwas geflüstert, so von wegen, hey, ein Schatz, den wollen wir haben oder irgendwie so. Mario, Luigi, da drüben! Das sind sie. Flygeist sind's. Wenn sie die Höhle erst verlassen haben, erwischen wir sie nie. Lasst sie nicht entkommen. Okay. Ja, dann jagen wir sie mal. Die sollen dafür bestraft werden, dass sie uns einfach so unser Schlummerquallenbetttuch klauen. Vor allem, was haben die davon? Ich meine, wollen die das dann irgendwie im Internet verkaufen oder so und Kohle machen? Ich meine, es ist relativ selten, deswegen wird es wahrscheinlich schon einen Käufer finden für teures Geld, aber hey, es ist unser. Wir brauchen das. Verdammt, schon weg. Der Typ. Ach so, hat er jetzt vielleicht das Spiel? Mal schauen. Ja. Aber echt, was für ein Tag mal wieder. Armer Luigi, Sonne Capato. Habt ihr etwa Zeit, Jungs? Ich muss mir einfach Luft machen. Ihr habt eben den Sand für die Maulwurfsjagd gehakt und dann. Ich hab. So, BÄM! Von hinten! Ja. Padam, einfach so. Knall mir diese Kerle einfach so in den Rücken. Hab fast alle KP dabei verloren. Musste sogar einen Pilz einnehmen. Ja, das passiert uns auch öfter. Hä? Wie die ausgesehen haben? Schwer zu sagen. Aber die Kerle hatten definitiv was im Gepäck. Hä? Ihr wollt wissen, wohin diese Flachköpfe unterwegs waren? Hey, hier sind ganz klar ein paar Münzen für mich drin. Ah, jetzt kommt das neue Spiel. Klar kann ich euch sagen, wo die hingegangen sind. Aber nur, wenn ihr bei der Maulwurfsjagd gewinnt. Ist jetzt allerdings etwas schwerer als vorher. Wenn ihr trotzdem gewinnt, gebe ich euch den Tipp. Braucht gar nicht zu meckern, ihr könnt es euch selbst aussuchen. Jupp, wir machen gerne mit. Wollt ihr in einem heißen, feuchten Heuhaufen nach der Nadel suchen? Oder wollt ihr die Nadel lieber schnell und einfach finden? Dann spielt mit bei meiner Maulwurfsjagd. Wenn ihr euch entschieden habt, bei meinem Spiel mitzumachen, ich erwarte euch da drüben. Oh. Ja, definitiv machen wir damit, Leute. Ist schon eine bessere Debatte, doch. Okay. Genau. Denn wenn wir die Höchstpunktzahl erreichen oder einen gewissen Highscore schaffen, dann kriegen wir auch einen Ausrüstungsgegenstand. Deswegen will ich das natürlich haben. So, los geht's. Also wir kennen das Spielchen ja schon. Das haben wir ja schon mal gespielt. Aber es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Und der Start ist schon mal ziemlich kacke von mir. So, komm her. Also die braunen geben 10, die silbernen geben 20 und die goldenen geben, glaube ich, sogar 40. Also einfach merken, wo die Bahnen von denen sind und dann an der entsprechenden Stelle aktivieren. So, zack, mit dem Hammer hier oder mit dem Hebel alle gleichzeitig rausholen. Das ist ziemlich nice. Und übrigens, der taucht nicht immer bei dieser Formation unbedingt auf, sondern der taucht einfach nach einer Besch Fuck. Der taucht einfach nach einer bestimmten Zeit auf. Das muss man. Nein! Das muss man sich auch merken. Ich benutze den jetzt hier, weil ich zu dumm bin. So. Nochmal, okay. Nein! Oh Gott! Warum bin ich so schlecht? Shit. Ein goldener wieder. Ich hätte gern wieder so einen Hebel. Ich bin gerade. Oh, fuck. Ich bin gerade offensichtlich selber dafür zu schlecht. Ja, mach mal.
Und ich habe keinen getroffen. Oh mein Gott! Warum bin ich so kacke? Und jetzt kommen 1000 Goldene. Das ist, also hier kann man nochmal richtig viele Punkte abstauben. Aber ich war ziemlich schlecht. 400. Ich weiß gar nicht, ob das für den Highscore schon reicht. Also wir brauchten 250, damit er uns den Tipp gibt. Aber ob es für den Ausrüstungsgegenstand schon reicht, weiß ich nicht. Oh Mann, ihr habt es echt geschafft. Alles klar. Ich sage euch, wo diese Kerle hingelaufen sind. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung. Du Idiot! Hey, das müsst ihr verstehen. Ich lag doch im Sand. Da sieht man halt nicht viel. Selbst meine eigene Zukunft war vollkommen unklar. Aber, bevor die Typen mich umgerannt haben, habe ich aufgeschnappt, was sie geredet haben. Aha, nämlich. Und zwar, dass sie noch irgendeinen Flug erwischen müssen. Ein Flug? Klingt so, als wollten sie zu einem Flughafen. Und der einzige Flughafen, den sie von hier erreichen können, ist der Flughafen La Domita. Was meint ihr? Clever wie einer der Detektive aus diesen ganzen Fernsehserien, was? Geht eigentlich. Nehmt die Warp-Röhre, um zum Flughafen zu kommen. Und wenn er diese Kerle findet, schubst die für mich auch einmal in den Sand, ja? Das tun wir, aber vorher nochmal spielen. So, was ist denn jetzt der Highscore? Highscore? 300, 400, 500. Okay. Und für jedes gibt's was. Okay, wir brauchen also 500. Jo, dann mal los. Ja. Los geht's. Also ich glaube, für 300 gibt's Münzen, für 400 auch. Oder gibt's da eine Bohne oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall für 500 gibt's den Ausrüstungsgegenstand und den möchte ich haben. Was aber gar nicht so einfach ist. Also ihr habt ja vorhin gesehen, das war ein relativer Fail. Also es muss jetzt definitiv besser klappen. So, und komm her. Nein, komm her. Okay. So, und der taucht hier. Ja, also der taucht anscheinend auch an zufälligen Positionen auf. Der Block, das wusste ich jetzt gar nicht mehr sicher, aber ist offenbar so. Shit. Komm her. Okay. Ja, neue. Gut. Ja, ich benutze ihn hier wieder. Zack. Drei auf einmal, schön. Oder waren das nicht, das waren doch drei auf einmal, oder? Ich habe jetzt nur zwei gesehen. Ach, keine Ahnung. Nein! Ich glaube, die kann man auch doppelt rausholen, wenn ich mich hier genau in die Mitte stelle. Die silbernen. Oder nicht? Ich dachte, man kann das. Keine Ahnung. Ich will mir auf jeden Fall den letzten Block, der jetzt da noch auftauchen wird, aufheben. Für die letzte Formation, für die hier nämlich. Weil da kann man dann richtig viele auf einmal rausholen und dann auch viele Punkte machen. Wenn ich jetzt die beiden noch erwische, dann habe ich 500. Yes, wir haben's! Yes! Puh! Das war anstrengend. Also ihr seht schon, das Minispiel ist echt nicht einfach, aber es ist cool, ich mag's. Oh Mann, ihr habt's geschafft! Euer Rekord liegt bei unglaublichen 500 Punkten. Ich kann euch sagen, das ist eine ziemlich tolle Punktzahl. Passt auf, für diese Leistung habt ihr echt einen Preis verdient. Nämlich 200 Münzen für 300 Punkte, 300 Münzen für 400 Punkte und für 500 Punkte gibt's den Kraftschubhammer Plus. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Hätte nicht damit gerechnet, dass ihr so gut abschneiden würdet. Und jetzt habe ich keine Preise mehr, die ich euch verleihen könnte. Ich ziehe meine Schale vor euch. Und auch wenn ich keine Preise mehr habe, ihr könnt jederzeit auf ein Spielchen vorbeikommen. Ich werde hier ganz einfach auf euch warten. Ne, brauchen wir nicht. Aber was wir jetzt brauchen, ist erstmal den Kraftschubhammer Plus, denn ich glaube, der ist gut. Mal gucken. Hast du keine Hose ausgerüstet, steigt deine Angriffskraft. Und er hat 90 Grundstärke. Ne, er ist sogar schlechter. Okay, er ist schlechter als der Goldhammer. Und er bringt uns nichts, da wir eh immer eine Hose ausgerüstet haben und das auch tun sollten, weil ohne Hose rumzulaufen ist erstens komisch, weil man dann halb nackt ist und die Verteidigung sinkt enorm, deswegen nee. Und bei Mario, also er ist genauso stark wie der Stachelhammer, aber der Stachelhammer hat halt einen Effekt, der einem auch wirklich von Nutzen ist. Und deswegen benutzen wir ihn dann doch nicht. Schade. Ich habe eigentlich gedacht, dass es ein besserer ist, den man hier kriegt. Naja. Da habe ich mich wohl getäuscht. Aber ist nicht so schlimm. Das zeigt zumindest, dass unsere jetzige Ausrüstung auch relativ gut ist. Das finde ich auch so toll an diesem Spiel. Wenn man immer schön viel erkundet und. Wo will ich hin? Ich will nach. Hier will ich hin. Oder? Ne, will ich nicht. Hier will ich hin. So. Wenn man immer schön viel erkundet in dem Spiel und immer alle Nebenquests und so weiter macht, dann wird man halt auch echt belohnt. Und dadurch, dass man so tolle Ausrüstungsgegenstände bekommt. Und ich will euch mal was zeigen, denn hier am Anfang vom Pilzwaldpark sind gleich mal zwei Blöcke, an die man nur mit dem Prallball hinkommt. Hier ist einmal ein Wonderpilz DX und hier drüben ist wahrscheinlich noch ein Wunderbonbon oder sowas. Mal gucken. Ne, ganz viel Geld, ist auch okay. Wenn wir mal noch in den Pilzwaldpark kommen, was relativ bald der Fall sein wird, wegen dem Döstal, das hier im Pilzwaldpark versteckt ist.
dann werden wir da definitiv auch nach den ganzen Blöcken noch Ausschau halten. Und ich will jetzt mal gegen einen so Gegner kämpfen. Das waren, glaube ich, die ersten Gegner, gegen die wir überhaupt gekämpft haben. Und eine Sprungattacke macht ihnen 182 Schaden. Und sie sind instant tot. Das finde ich immer so witzig. Und 12 EP, mein Süß. Das finde ich so witzig in dem Spiel, wenn man. Oder allgemein in Rollenspielen, wenn man einfach schon relativ weit im Spiel fortgeschritten ist und dann nochmal gegen die ersten Gegner kämpft. Das finde ich immer enorm witzig. So, ich will jetzt, glaube ich, mal sogar speichern. Weil jetzt gleich ein Kampf bevorsteht gegen die Fly Guys. Und ich glaube, der ist gar nicht mal. Ja, doch, doch, es geht schon. Also wirklich schwierig ist er nicht. Aber einfach mal speichern kann ja trotzdem nicht schaden. Okay, also zum Flughafen Ladomita sind sie gegangen. Und der liegt hier links. Und ich glaube, sie sind jetzt auch dann gleich schon da. Oder? Yep. Das sind sie. Da. Puh, keine Chance, dass sie uns jetzt noch erwischen. Lasst uns erstmal verschnaufen, Jungs. Schaut euch mal die süßen Vögelchen da an. Gauner schauen sich süße Vögelchen an, na dann. Sie scheinen gerade Rast zu machen. Ja, und sie haben gerade ihre Beute abgestellt. Bowser wird ausflippen, wenn er sieht, was wir hier haben. Und ob, ich wette, wir werden befördert. Ich kriege ganz steife Schultern. Das ist unsere Chance. Schalten wir sie aus. Wir haben nur ein Problem. Wenn wir gegen sie kämpfen, könnten wir das Betttuch beschädigen. Hast du einen Plan? Mario, ich wusste gar nicht, dass du so durchtrieben sein kannst. Klingt fantastisch. Holen wir uns das Betttuch zurück. Auf geht's! Okay, was haben sie ausgeheckt? Ein fantastisches Wetter. Mario und Luigi schleichen. Übrigens, hast du schon gehört? Was soll ich gehört haben, Fremder? Na, dieses wilde Gerücht über Bowser! Hä? Also. Unmöglich! Da hat er ein Muttermal und dann in dieser Form. Das ist einer der besten Sätze in dem Spiel. Das ist so gut. Es kommt noch besser! Was? Wo hat Bowser dieses Muttermal? Und es hat. Welche Form? Ich muss es wissen! Geklaut. Yay, du erhältst das Schlummerquallen-Betttuch zurück. Diebe! Wir sind Diebe, ihr seid doch die Diebe! Her damit! So, und Bossfight, ja, das zählt jetzt tatsächlich als Bossfight, obwohl es eigentlich gar nicht wirklich einer ist. Wir kämpfen jetzt nämlich gegen Fly Guy R. Und die sind tatsächlich auch gar nicht mal so easy zu besiegen. Also wir kennen ja schon die normale Form von ihnen, die normalen Fly Guys, die haben wir zum ersten Mal am Schlummerstrand getroffen. Und jetzt hier gegen die gestärkte Version. Und die sind echt gar nicht so mega einfach. Boah, das war knapp. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Es wäre ganz gut, wenn wir es ohne Schaden schaffen könnten, denn im Prinzip, das sind normale Gegner und deswegen gibt es ja auch eine neue Bonusaufgabe. Nämlich, ohne Schäden 40 und 41 gegen einen Fly Guy R und einen Goomba R. Das sind jetzt nämlich auch overpowered Goombas. Oder nicht overpowered, aber bessere Goombas. Ich benutze mal Erfahrungsplus, glaube ich. Jupp. Und das wäre ganz schön, wenn wir das jetzt ohne Schaden schaffen könnten. Ich finde es echt ziemlich interessant, dass hier die Bosskampfmusik spielt, denn. Ja, ich meine, also es ist so ein Mittelding. Es ist kein wirklicher Bosskampf, weil es sind ganz normale Gegner, die man später auch noch im normalen Spielverlauf trifft. Also, das ist nicht das einzige Mal, dass wir gegen die Fly Guy Rs hier kämpfen werden. Gegen die kämpfen wir noch öfter. Aber es ist halt ein gezwungener Kampf, sage ich mal. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass hier die Bosskampfmusik spielt. So, und das sind fliegende Gegner. Und deswegen sollten wir hier mit der Traumaschleuder viel bessere Chancen haben als mit den Karmokrebsen gerade eben. Oder? Na komm. Jetzt war die Steuerung irgendwie ein bisschen komisch und zwar auch nur ein Super. Aber es zieht 447 Schaden ab. Es war zwar ein toller Treffer, aber trotzdem. Also allein der Schaden, den die Attacke machen kann, ist der helle Wahnsinn. Und deswegen mag ich die Attacke schon auch gerne. So, bam. Der Goomba ist tot. Und für den benutze ich jetzt keine Spezialattacke mehr. Den müssten wir auch so klein kriegen. Oder? Oder nicht? Komm schon, der müsste doch jetzt sterben, also bitte. Was? Der überlebt? The fuck? Kann das denn sein? Mann. Boah, wenn ich jetzt noch getroffen worden wäre, ich wäre so ausgerastet. So,
Ja, komm. Da will ich jetzt keine Spezialattacke hergeben. Das würde jetzt mal ein paar mehr EP bringen, weil wir ja die paar Erfahrungshandschuhe anhaben, aber trotzdem, das muss jetzt nicht unbedingt sein. So, überlebt der Goomba das? Nein, okay. Gut, ohne Schäden 40 und ohne Schäden 41 bestanden. Wunderbar. Und das gibt wie viele EP? 1330. Nicht schlecht. Aber genauso viel wie für die Karmokrebse. Dabei sind eigentlich die Karmokrebse viel schlimmer. Ja, obwohl so viel schwächer sind sie gar nicht. Gegen die hatte ich mehr Probleme. Ach, keine Ahnung. Ein Glück, dass wir das Betttuch zurückhaben. Aber wirklich, hätte nicht gedacht, dass es uns gestohlen werden könnte. Es sieht so unglaublich weich aus. Eigentlich überraschend, wenn man es sich überlegt. Du weißt schon. Was? Nein, was meinst du? Es ist auf Quallenhaut. Es sieht weich aus, aber vermutlich ist es völlig verschleimt und eklig. Denk gar nicht darüber nach, Luigi. Das hier ist wirklich das luxuriöseste Betttuch der ganzen Insel. Und außerdem geht unsere Suche nach den anderen Teilen weiter. Schauen wir mal im Menü nach Infos zu den fehlenden Teilen. Oh yeah. Okay, das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Lief doch ganz erfolgreich in diesem Part. Außer der Anfang, der war ein bisschen failig, aber am Ende bin ich noch ganz gut reingekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir uns das nächste Dösteil holen werden. Es fehlen ja nur noch zwei, nämlich in der Nickerwüste wo noch? Und im Pilzwaldpark, genau. Und welches von beiden wir uns holen werden, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal sehen. Also, bis dann. Ciao.